Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play BeamNG Drive. Wir befinden uns mal wieder hier auf Attitude und ja, mal wieder mit dem deutschen Polizeiwagen. Ihr habt mir auch gesagt, wie man Lichter anschaltet, also mit M sagt ihr. Das steht sogar. Da steht dann Police Stop. Ist das nice? Bricht nur noch eine Sirene. Was ich gemacht habe, ich dachte mir, komm, wir tunen den Wagen ein bisschen. Also ein normaler Polizeiwagen ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Jedenfalls, wir haben vom Vierzylinder-Auspuff haben wir zum Sechszylinder-Auspuff gewechselt. Dann habe ich mal von einer Sechsgang manuellen Schaltung auf einen Achtgang Automatik umgeschaltet, weil ich sowieso nicht schalte und dann ist sowieso nicht schlecht. Vom Vierzylinder Diesel vom 2 Liter Vierzylinder Diesel auf 3 Liter 6 Zylinder Benziner gewechselt, Turbocharger ist drin, auch wenn ich kein Turbocharger-Fan bin. Und ja, ich würde sagen, wir fahren mal los, machen das Licht natürlich an und los geht's. Mal sehen, wie schnell er denn wird. 80 km/h. Ich habe übrigens noch das Navi-Gerät eingebaut. Dachte mir, komm, warum nicht? Polizei hier, wir haben Geld, wir dürfen das. So, okay. Ich finde, es sieht immer noch so cool. Da ist doch ein Cell-Shading-Look drüber. Das kann mir doch niemand sagen, dass hier nicht an den Randen überall schwarze Linien sind. So, auf jeden Fall ist cool hier mit dem Licht, muss ich sagen. So, wollen wir nochmal sein richtiges Licht einschalten. Oh, und jetzt gehen wir mal ein bisschen Offroad. Nicht kaputt gehen. So. Gut, okay. Wie immer verpassen wir das, aber die Sägemühle war auch sehr, sehr, sehr laut. Also bleiben wir einfach hier drauf. 145 km/h. Aufpassen, da vorne kommt eine Kurve. Die ist nicht ganz so stark, aber Vorsicht ist doch besser als Nachsicht. Nachsicht heißt es so? Ach, keine Ahnung. So. Okay, klappt auf jeden Fall ganz gut. Ach, ich wollte noch die Suspension stiffen. Also die Federung härter machen. Aber mal sehen, bis jetzt klappt es eigentlich ganz gut. Wir haben vorne den Frontbumper schon ein bisschen kaputt gemacht. Die Stoßstange. Egal, hier kam jetzt gleich das Eichhörnchen irgendwo. Wo ist es? Da. So. Okay, nicht zu schnell in die Kurve, das war zu schnell. Das heißt, ich habe zu spät gebremst. Da wollte ich jetzt nicht hin. Egal. Wisst ihr was? Wir machen noch Tuning. Kann ich hier nicht Suspension einstellen? Nö, darf ich nicht. Kann ich hier die Suspension irgendwo einstellen? Wo haben wir es denn? Tegel, Front Suspension. Independent Front Suspension. Transfer Case. Und können wir da irgendwo Sport? Front Sway Bars. Genau so was will ich haben. Danke. Kann man auch noch. Das ist blöd, dass es dann immer klein wird. Front Suspension. Egal, sollen die allen Sachen reichen. Wir wollen fahren. So. Gut, gehen wir nochmal wieder zurück auf die Straße. Traction Control, Stability Control, alles immer wieder am Eingreifen hier. So, aufpassen, wir wollen jetzt nicht irgendwo reinhauen, danke. Mal sehen, vielleicht schaffen wir einen ganzen Attitude Run, ohne dabei zu crashen. Hier ist rechts, das sieht man irgendwie nicht. Wieso wollen wir nicht lang fahren? Fahren wir hier mal lang. Okay. Mal sehen, wo es hier lang geht. Geht sie direkt zur Spitze? Kann das sein? Ohne aufs Rund zu fahren, weil eben Offroad. Oh Gott, fahren wir den gerade am Limit. Oh Gott. Weniger Gas. Ist manchmal besser. So, fahren wir auf jeden Fall mal lang. Das sieht mir so aus, als könnte man hier. Oh, nicht schon wieder. Oh Gott. Direkt zur Spitze gelangen. So, okay, das ist schon mal gar nicht so gut, dass wir jetzt hier runterrutschen. Komm, komm. Okay, drehen wir dich hier entlang. Staubst du bitte. Danke. Jetzt fahren wir vorwärts. Nicht zu viel. Oh mein Gott. Okay, der Wagen hat nicht die beste Traktion. Auf Gras. Das muss ich ihm lassen. Okay. Weißt du was, wir wechseln zum Roamer. Hier, einfach. Nee, oh Gott, nicht die Map wechseln. So, Roma. Wo bist du, Roma? Oder D-Series. Komm, nehmen wir D-Series. Wir sind irgendwo gegen gecrashed. Nehmen wir Marada. Das sieht aber auch interessant aus. Camper Shell. Und Polizeiwagen haben wir nochmal geschrottet. Und ich wollte da mal rausbringen. Okay, ich wollte nicht den Spiegel abreißen, Leute. So, komm.
Okay, das wird ja auch nicht abreißen. Ich will, dass du kommst. Danke. Puh. Das war auch nicht viel, aber... Ja, gut. Jetzt müssen wir dich noch aufrichten und dann haben wir dich wieder. Klick, danke. So, hier müssen wir jetzt einmal rum. Du kommst hier bestimmt locker hoch. Auch noch einen Stein mitnehmen und uns überschlagen. Aber wir bleiben aufrecht, alles gut. Und die Scheibe ist ausgehalten, wunderbar. So. Okay, warte mal. Gucken, wo es denn hier jetzt nun lang geht. Also ich denke mal, dass es hier Richtung Spitze geht, aber ich weiß es nicht wirklich. Okay, aufpassen, 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 aufpassen. So. Okay, hier entlang. Wollen wir fahren? Oh, das war der Spiegel, das war knapp. So, hier hoch. Ah, kommt. Übrigens, ich muss aus zeitlichen Gründen leider das. Wir kommen echt zum Ende, oder? Tatsächlich, wir kommen direkt zum Ende, ist ja nice. Aus zeitlichen Gründen muss ich leider das Tuning-Treff morgen absagen. Das ist ein bisschen blöd, aber. So, falls ich gerade gewundert habe, warum ich gerade nichts gesagt habe, das lag daran, dass ich eigentlich wirklich was gesagt habe, was totaler Bullshit war. Und ich deswegen hoffentlich rausgeschnitten habe. Falls nicht, vergesst, was ich gerade eben sagen wollte. Alles findet wie geplant statt. So, aber ich schaffe heute kein Video dazu. Also morgen kommt ein... Also morgen kommt erst das Infovideo direkt zum Tuning-Treff. Das ist super spät, das tut mir auch sehr leid. Ich denke nicht, dass ich das heute noch rauskriege. Jedenfalls, ich fasse es für euch zusammen. Wenn ihr morgen um 18 Uhr beim Tuning-Treff auf der PC-Version von GTA Online dabei sein wollt, braucht ihr einfach einen klassischen Wagen. Ich mache jetzt keine Autoliste. Macht alles, was ihr jetzt klassisch anseht. Muss nicht super klassisch sein. Dukes geht, kann auch ein... Also, ich würde sagen, so vielleicht frühestens 80er oder so. Das ist spätestens 80er, ehrlich gesagt. Okay, hier aufpassen. Und ja, findet euch dann morgen so gegen 17.45 Uhr am besten auf dem Trainser, tstreffen.trainser1zp.de, so ist glaube ich, Teamspeak ein. Und ja, sobald ich morgen zu Hause bin, werde ich dazu nochmal ein kleines Video machen. Und dann werden wir auf jeden Fall GTA und so weiter machen. Ihr müsst in der GTA 5 Crew aber sein, liegt dazu unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr damit machen müsst, müsst ihr der kurz beitreten, dauert ja nicht lange. Das macht nämlich alles viel einfacher mit dem Hinzufügen und so weiter. Gut, ja, wie gesagt, tut mir leid, dass es irgendwie so ein bisschen unorganisiert gerade ist. Ich habe leider gar nicht Zeit für mehr. Aber einfach... Boah. Das kann man abreißen, das ist ja auch nice. Einfach morgen das Infovideo gucken und, ja, was ihr eigentlich nur wissen müsst, ist, dass ihr euer Auto fertig macht. Und morgen ab 17.45 Uhr auf dem ts3.trainser1p.de ts3-Server bleibt. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Eigentlich den Rest könnt ihr da erfahren noch. Gut, und GTA 5 Crew beitreten. Link dazu ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. So, wir fahren auf jeden Fall gerade mal Attitude ein bisschen rückwärts. Oh, okay. Und jetzt rutschen wir auch noch rückwärts. Gleich den Berg hinunter, oder? Nein, der freundliche Baum hält uns. Nein, der freundliche Baum kickt uns runter. So, und jetzt nochmal... Das ging gar nicht mal so übel aus, wie ich dachte. Weil wir uns da aufgehangen, aufgespießt haben, sind wir nicht wirklich groß gegen den Baum geknallt. Das ist doch freundlich. Okay, fahren wir nochmal vorwärts, so wie es gedacht ist. Oder schaffen wir es hier? Nein, schaffen wir nicht, aber wir versuchen es trotzdem. Fahren wir mal runter und versuchen möglichst crashfrei darunter zu kommen. Ich darf zum Beispiel jetzt nicht zu viel bremsen. Aua. Okay. Wenn ich jetzt nämlich zu viel gebremst hätte, wäre nur einfach vorne übergekippt. Wahrscheinlich. Willst du mich rauslassen? Okay, wir lassen ihn einfach runterrutschen. So geht's auch. Aber das Spanischen hier ist ja auch nice. Haben wir nicht irgendwie eine... Wir haben doch bestimmt irgendwie eine Monster Truck Variante. Bitte sag mir, wir haben eine Monster Truck Variante. Das will ich haben. Intake, guckt raus. Okay, ich will eine Monster Truck Variante davon haben.
Roma, es gibt dich nicht als Monster Truck. Ah ne, D-Series war das nicht, Roma. Was rede ich denn hier? D-Series. D-Series, wo bist du? Hallo? Manchmal etwas schwer, die Wagen zu finden. Hatte ich in dem hässlichen Altmenü irgendwie weniger Probleme mit. So, komm, Monster... Irgendwo Monster Truck? Ne, Pick ist das Beste, was wir kriegen. Ist ja langweilig. Jedenfalls, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh Gott, jetzt haben wir immer noch den Wassereffekt. Obwohl wir nicht unter Wasser sind, können wir nochmal reloaden. Oh, das wäre gerade sehr interessant gewesen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hast keine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Majesty. Ciao.